Ja, heute Vormittag in den späten Morgenstunden ist ein Reisebus aus Richtung Kirchhammer Dreieck nach Osten unterwegs gewesen. Hier an der Unfallstelle, kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld, ist der Bus nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat die Leitplanke durchbrochen. Der ist hier die Böschung runtergefahren, hat sich dabei überschlagen und ist unten am Waldrand liegen geblieben. Der Bus war besetzt mit 44 Senioren, vermutlich aus Baden-Württemberg. Von denen sind 40 verletzt worden, teilweise schwer verletzt. Und leider müssen wir, das ist der derzeitige Ermittlungsstand, auch 4 Tote beklagen. Zur genauen Unfallursache können wir noch nicht viel sagen. Wir wissen, dass die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Unfalls vermutlich mit Schneematsch bedeckt war. Soweit ich weiß, ist der Bus zum Unfallzeitpunkt von einem Pkw auf der linken Fahrspur überholt worden. Dieser Pkw ist ins Schleudern geraten und hat angeblich den Reisebus berührt, sodass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Gemeldet ist es uns worden ein Busunfall. Es wurde bei der Meldung schon gesagt, dass der Bus die Leitplanke durchbrochen hat und im Bereich der Asbachtalbrücke in die Böschung gerutscht ist. Das ist ein sehr dramatisches Bild. Der Bus war sehr demoliert. Viele Personen sind aus dem Bus herausgeschleudert worden. Die verletzten Personen, die bei Bewusstsein waren, haben sich lautstark bemerkbar gemacht. Man kann sich das gut vorstellen. Haben um Hilfe geschrien. Also es war ein sehr dramatisches Bild, was sich den ersteintreffenden Einsatzkräften geboten hat. Der Bus musste gesichert werden und Priorität war auf jeden Fall, die Verletzten mussten durch den Rettungsdienst betreut werden und da mussten da Hilfestellungen durch die Feuerwehr gemacht werden mit Leitern und Seilen, damit wir diese 10 Meter bis 15 Meter hohe Böschung überhaupt runterkamen. Es sind alarmiert worden, die Feuerwehr Hersfeld-Kernstadt, Ortsteil Wehr-Asbach, die Feuerwehr Kirchheim, die Feuerwehr Rothenburg. Also ich kann dazu sagen, mit dem Rettungsdienst zusammen sind etwa 100 Rettungskräfte vor Ort, die hier tätig waren.